Der nächste Referent ist beruflicher Ausbildungsleiter für IT-Berufe und Elektroniker. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Luftbildarchäologie und im weiteren Sinne in der Vermessung mit Google Earth. Heute präsentiert er eine neue Theorie rund um die Geometrie von Nazca, Bernd Gradwohl. Ja, liebe Freunde der AAS, noch immer ist das Rätsel um die Bodenzeichnung der peruanischen Wüste ungelöst, auch wenn immer wieder uns anderes gesagt wird. Keiner hat das da geschafft, wirklich alles zu lösen, was da liegt. Ich möchte heute mal versuchen, dem Ganzen eine ganz neue Perspektive zu geben. Ich beginne mit zwei Bildern, die Sie kennen aus dem Archiv von Erich von Däniken hier im Hintergrund. Und ich versuche jetzt der Lösung hier ein bisschen näher zu kommen. Ich möchte beginnen, wo ich vor 3 Jahren eigentlich hier mit meinem Beitrag geendet habe, als ich über Saudi-Arabien referiert habe. Und da gab es eben diese Wüstenzeichnungen eben auch in Saudi-Arabien, mit dem ich ursprünglich begonnen hatte. Da gibt es Linien, die da liegen. Das, was Sie hier als Linie sehen, habe ich rot nachgezeichnet. Die weiße Verlängerung, das ist die gedankliche Verlängerung meinerseits. Und man kann dann eben erkennen, dass eine Linie immer auf eine weitere Linie trifft oder auf deren exakte Mitte. Und am Ende des Ganzen haben wir hier ganz oben im Bild eine kleine Rundstruktur am Ende. Ich habe mich damals schon gefragt, ob sich in Nazca Ähnliches finden lässt, weil die Ähnlichkeiten hier sind doch schon sehr stark. Und bin damals auch schon zum Ergebnis gekommen, dass das Ganze funktionieren kann. Hier haben wir es mit Dreiecken zu tun, in der Nähe von Palpa. Rot sind nachgezeichnet die Dreiecke. Weiß sind die Verlängerungen, die wiederum haargenau auf weitere Dreiecke treffen. Da oben ist also noch ein ganz kleines, verstecktes. Und wiederum am Ende sind 2 mögliche Steinkreise. Man erkennt auch hier schon die absolute Parallelität dieser 2 Linien, wenn ich einmal die Oberkante hier nehme und einmal die Unterkante des anderen Dreiecks. Das Ganze ist aber noch viel komplexer, wenn wir bei genauerem Hinsehen, und damit habe ich mich jetzt eben die letzten Jahre beschäftigt, noch mehr Zeichen hinzunimmt. Ich habe längst nicht alle erfasst, ich habe nur die erfasst, die klar erkennbar waren für mich. Da gibt es schon recht erstaunliche Dinge. Wir sehen jetzt, dass wir hier bei der Figur es mit insgesamt 4 absolut parallelen Linien zu tun haben, über Bergrücken hinweg und Täler. Ohne Möglichkeit der Sicht. Wir münden hier vorne, also jedes Dreieck wird eigentlich an sämtlichen Kanten fast definiert von anderen Dreiecken, wie man hier sehen kann. Und so als Beweis möchte ich hier auch dieses Dreieck anführen, was hinten eine abgeschrägte Kante hat. Das ist nicht gleichschenklig, sondern abgeschrägt, um damit genau auf das Ende dieser Spitze oben darüber eben zu zeigen. Wenn man jetzt sagt, das könnte per Sicht gemacht worden sein, dann muss ich verneinen. Wir sehen unten, da gibt es in Google Earth die schöne Funktion, dass man so eine Linie als Höhenprofil darstellen kann. Das ist die unterste weiße Linie, also die Sichtverlängerung sozusagen des Dreiecks. Und die macht hier einige Höhen und Tiefen durch. Wenn wir hier mal drüber schauen wollten, dann müssten wir hier einen Pfeiler aufstellen auf der anderen Seite mit 50 Meter Höhe, damit man diesen Endpunkt anpeilen könnte. Mit Seilen oder Ähnlichem wäre hier ebenfalls schwer zu arbeiten. Wir sprechen von Kilometern und man bräuchte schon mal kilometerlanges Seil, was dann aber auch noch exakt über Berg und Täler verlegt wird. So ganz Sinn macht das Ganze nur von oben betrachtet. Das Ganze ist dann hochkomplex, wenn man sich mehr von Nazca anschaut. Damit es für Sie anschaulicher wird, habe ich einen kleinen Film vorbereitet, den ich die Geometrie von Nazca nennen möchte, und
der Sie 3 Minuten ein bisschen verzaubern soll. Das sind also sämtliche von mir erfassten Figuren, also ausschließlich Rechtecke, Dreiecke, Vielecke. Das ist der abgeflachte Berg aus dem ersten Bild. Und das sind jetzt die Verlängerungen von mir hinzugezeichnet. Ja, 3-mal die exakte Mitte dieser Linie getroffen. So eine Art kleiner Verteiler. Mich fasziniert das sehr, weil es eigentlich zeigt, dass Nazca als Gesamtkomplex gesehen werden muss, der geometrische Zusammenhänge enthält. Und man kann daraus eigentlich jetzt schon beginnen, gewisse Dinge ja, zu beseitigen. Auszuschließen sind eigentlich aufgrund dieser geometrischen Zusammenhänge irgendwelche Wasserkulte. Es wäre nicht vorstellbar, wieso man dann so eine Verbindung herstellen müsste. Die Flächen sind auch alles andere als wahllos in der Landschaft angeordnet von primitiven Ureinwohnern, die da vielleicht eine Zeremonie oder Prozession oder irgendwas gemacht haben. Und man kann damit auch getrost alle anderen bekannten Ideen zu Nazca verwerfen. Als Quelle möchte ich das Buch vom Lars Fischinger nennen. Da funktioniert nichts mehr. Die Ideen hätten das geometrische Zusammenspiel nicht benötigt. Genau das war aber die höchste Schwierigkeit bei deren Erschaffung. Weit schwieriger als die Flächen selbst anzulegen. Also wozu Nazca? Wenn wir ausgehen von der Annahme der Präastronautik, dass es Flug gab, auch im Erdorbit, war für Vermessungen, Kartografie
Es waren Satellitenfotos notwendig. Wer auch immer Hochtechnologie besessen hätte, hätte ein Interesse daran, die Landschaft zu vermessen und zu kartografieren und zu fotografieren. Dazu ist eine Kalibrierung notwendig. Kalibrierung ist die Einstellung zum Beispiel der Farbe, die Korrektur des Aufnahmewinkels, die Maßeinheiten dort zu definieren und so weiter. Daher meine Frage oder meine Feststellung, könnte NASCA eine Forschungslandschaft zur Kalibrierung von Satellitenfotos gewesen sein? Wir müssen uns dazu anschauen, wie moderne Satellitenkalibrierung funktioniert. Heutige Vermessungen benötigen wir zum Beispiel geometrische Referenzflächen oder Symbole. Hier liegt so ein Teil in der Wüste, dieser Name Corona ist rein zufällig, der ist schon uralt. Ja. Und da sieht man zusammenlaufende Linien, eine geometrische Figur. Wir brauchen Flächen unterschiedlicher Reflexion, um Helligkeiten und Farben abzugleichen, was gerade auch für Wetter und ähnliche Sachen sehr wichtig ist. Und hinter den zwei Damen sieht man eine hochreflektierende Folie, die ausgebreitet haben. Rechts daneben im Bild, das ist zu früh, rechts daneben im Bild sieht man hier auch die Flächen, wie sie dann in der Wüste liegen. Das da oben ist ein Hausdach. Man kann es hier schlecht erkennen. Die zwei weißen Flächen haben unterschiedliche Farbtöne. Die eine ist leicht grünlich oder hat einen höheren Blauanteil. Und man sieht auch eine schwarze Fläche. Das alles hatten wir auch in NASCA. Ganz erstaunlich ist dieses moderne Kalibrierungsziel unbekannter Herkunft. Ne? Das sind ja geheime Objekte, weil teilweise auch für Spionagesatelliten eben benutzt. Daran sollten wir uns gleich nochmal erinnern, an diese zulaufenden spitzen Sachen. Dann brauchen wir Flächen und Linien von definierter Länge, um den Maßstab zu ermitteln oder um Linien, die durch mehrere Bilder gehen, wieder zu einem Bild zu verknüpfen. Das ist sehr sinnvoll. Könnte die langen Linien in NASCA erklären. Wir brauchen zusammenlaufende Linien zur Ermittlung der bestehenden Perspektive. Ein Foto wird nie von senkrecht von oben aufgenommen, sondern es wird immer von leicht schrägem Aufnahmewinkel auch heute noch aufgenommen. Und wir brauchen vor allem, und das löst für mich das größte Rätsel von NASCA, wir brauchen eine wolkenfreie Wüste, und zwar für möglichst immer wolkenfrei. Die Damen hier, die Flächen liegen zum Teil in Arizona, in der trockenen Wüste oder in Libyen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die früher in Saudi-Arabien und in NASCA lagen. Schauen wir uns ein paar Vergleiche an. Wir haben hier den Pfeil von NASCA, den wir vorher auch schon im Film gesehen haben, und rechts ein Kalibrierziel mit Pfeilrichtung, was einfach der leichten Bestimmung einer bestimmten Richtung, das muss nicht die Himmelsrichtung sein, dienen kann. Dann natürlich für mich der schönste Vergleich hier, das moderne Kalibrierziel, als ob es kopiert worden wäre aus NASCA. Das moderne Kalibrierziel hat feine Muster innen drin mit verschiedenen Stärken. Das dient zur Auflösungsermittlung oder zum Scharfstellen, ja, damit man erkennt, wie genau die Kamera arbeitet. Links im Bild haben wir ebenfalls feine Begleitlinien, die genau zum gleichen Zweck benutzt werden können. Wir kommen da nachher nochmal zurück, wenn wir über die Tiere und über Spiralen und Ähnliches sprechen. Das hat nämlich genau den gleichen Zweck. Ich habe vorher angesprochen, Perspektive, Aufnahmewinkel. Links sieht man eine NASCA-Linie, die so nicht existiert, weil die hat parallele Linien. In NASCA ist nichts parallel. Die sind immer schräg, aber warum? Original ist also so, ja, ist dasselbe Bild. Links ist fotografiert, in Google Earth kann ich die Kamera auch neigen. 20 Grad Neigung, habe ich exakt parallele Linien. Das würde womöglich meinem Satellitenüberflugbild entsprechen. Und damit wüsste ich, dass ich meine 20 Grad exakt erreicht habe. Nochmal, was ist anschließend notwendig? Ich habe es hier nachgestellt im Experiment. Das sind tatsächlich 10 und 8 cm. Ich habe es aber schräg fotografiert. Die Linien wirken parallel. Mit Photoshop kann man das Ganze wieder entzerren. Genau das müsste man mit einem Satellitenfoto, was schräg aufgenommen, auch machen. Und erhält dann wieder das maßstabsgetreue Modell. Ja, zur Helligkeit der Flächen.
Sind diese wirklich nur erzeugt worden durch Umdrehen oder Wegschieben von Steinchen, wie man ja allgemein weiß, was sicherlich auch stattgefunden hat? Problem haben wir trotzdem, dass wir eine Vermoosung haben, eine Oxidation oder überhaupt eine fehlende Reflexion, weil der Boden einfach schon von sich aus zu dunkel wäre. Abhilfe wäre die Schaffung einer glatten Oberfläche, Einsatz von Pflanzenvernichtungsmitteln, um irgendwelche Flechten oder derartiges zu verhindern. Oder zusätzlich eben den Einsatz von Farbe oder Aufhellung mit Chemikalien. Ja, sind solche Spuren auffindbar? Die NASCA 1 bis 3 Forschung, 3 ist noch am Laufen. 2 hat ja schöne Ergebnisse gebracht, abgedruckt in der SZ. Hoher Anteil von Arsen. Arsen ist ein hervorragendes Pflanzenschutzmittel, allerdings verboten aufgrund der Giftigkeit natürlich heute in den meisten Ländern. Es ist aber auch, man kann mit dem Stoff alle möglichen Farben erzeugen. Schweinfurter Grün zum Beispiel wurde früher als Malerfarbe benutzt. An bestimmten Geröllhalden wurde weißes Material gefunden, vorwiegender Bestandteil Glas. Daher meine Fragestellung, wenn Sie zurückdenken an die hochreflektierende Folie von vorhin, könnten diese Flächen ursprünglich mit Glas überzogen worden sein? Wenn Sie sagen, ja, wo ist das heute? Es ist nur noch in den Geröllhalden am Hang, wo es geschützt war. Wenn Sie Glas ein paar tausend Jahre der Sonne und der Witterung aussetzen, dann ist es nicht mehr da. Ja, bisher die Tiere sind nicht so richtig vorgekommen. Ich habe es vorher anklingen lassen. Die Tiere liegen immer seitlich in bestimmten Gebieten mit Flächen. So ein bisschen eben dran. Die haben mit der Geometrie, die ich vorher gezeigt habe, nichts zu tun. Die liegen links oder rechts daneben. Aber aus gutem Grund. Die Frage ist ja schon immer, wieso sind die so im Outline gezeichnet, also umrandet und nicht einfach als Vollfläche, wie man es normalerweise machen würde. Man kann es hervorragend nehmen, um die Schärfe festzustellen. Genauso wie diese Zickzack-Linie hier weiter links. Ne? Das ist die gleiche Strichstärke, die für alle Tiere verwendet worden ist und die sind hochpräzise angelegt. Zum Vergleich. Das ist exakt das gleiche Foto. Ich habe aber den Google Earth Regler genommen und 15 Jahre zurückgeschoben, weil da hatte man noch keine so guten Kameras, die den Affen hätten erkennen können. Das ist exakt die gleiche Linie. Ich gehe nochmal vor und zurück. Sie sehen das an den breiten Linien, die sind noch sichtbar. Die Linien zum Teil auch, aber der Affe, ne, der verschwindet bei schlechter Auflösung. Die Datumskennzeichnung da unten ist Irreführung, weil das ist das Datum des Abrufens, ja, nicht der Aufnahme. Ja, also die Tierfiguren wurden meanderförmig angelegt, können eben dem gleichen Zweck gedient haben wie Zickzacklinien oder Spiralen, die wir jede Menge schön verteilt über das gesamte Nazca- und Palpa-Gebiet haben. Und sie sind eben zur Auflösungsbestimmung gut geeignet. Zusätzlich, warum dann Tiere? Sind sie geeignet, man hat jetzt ein wahllos Fotos vor sich liegen, kann man sofort identifizieren, Gebiet Affe, Gebiet Kolibri, was auch immer. Man kann einfach das Bild schneller identifizieren, wenn man nicht nur Spiralen verwendet, die überall gleich aussehen, sondern sowas. Ja, noch ein größeres Mysterium, jetzt wird es richtig verrückt, ist diese Figur. Kreuz von Palpa genannt, es gibt auch andere Namen, Mandala und alles Mögliche. Scheinbar haben diese zwei Kreise nicht die gleiche Drehung. Da wundert man sich eigentlich erstmal drüber, weil das ist ja nicht so schön. Ja. Es hat einen guten Grund, wie ich gleich zeigen werde. Wenn man die Figur in der Landschaft platziert, kann man erstmal feststellen, das sind die ganz hellblauen Linien in der Mitte, dass diese feinen Linien durchaus erstmal die Verbindung zu den Kreisen herstellen, sozusagen als kleine Referenz. Zweimal auf den Mittelpunkt und einmal auf den Radius. Interessanter wird es, wenn man jetzt die Seitenkanten dieser Rechtecke verlängert nach außen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, alles, was jetzt hier abgeht, trifft wiederum eine Ecke einer Fläche oder eines Dreiecks oder eines Vielecks im Nazca-Gebiet. Ich habe es zur Unterscheidung, blau aus dem mittleren Objekt, grün rechter Kreis, gelb linker Kreis. Das Ganze wird jetzt natürlich verschwindend klein hier in der Mitte, das ist diese Figur. Von hier abgehend treffen wir allerhand. Wir treffen hier mit,
mit Grün gleich zwei Enden. Wir treffen mit Gelb hier in die Mitte, darum nochmal per Kreis angedeutet. Wir treffen hier mit Gelb scheinbar nichts, also das ist so ein bisschen komisch, aber seltsamerweise, da wo sich die zwei Sachen überschneiden, in der Mitte oben, da trifft quer eine Fläche genau drauf, auf diese Überschneidung. Und das hat System, das habe ich dann weiter untersucht. Alle lila Kreise, die Sie sehen, sind Überschneidungen, die von weiteren Flächen angefahren werden, sozusagen. Und das Ganze geht teilweise hier übers Bild noch kilometerweit hinaus. Ich habe hier nur dann noch seitlich Bild, da werden wir vorne und hinten definieren wir diese Form direkt. Unten, von unten kommend, da stehe ich jetzt ein bisschen davor, haben wir eine lilane Linie, die nicht nur unterwegs noch eine Figur hier streift, sondern auch eben genau wieder einen grün-gelben Kreuzungspunkt trifft. Das ist hochkomplex. Es kann eigentlich nur mit einem bereits bestehenden Luftbild an einem Computer, möchte ich mich fast festlegen, dass die zwei Kreise und dieses Viereck so justiert werden, dass man ausgerechnet auf ebene Flächen trifft, wo dann Nazca-Figuren oder Nazca-Linien oder Vielecke angelegt worden sind. Oder umgekehrt ist fast nicht möglich. Ja? Also es muss eigentlich das zuerst da gewesen sein als Plan für alles, was außen herum ist. Als dass das noch nicht verrückt wäre, habe ich ein bisschen danach gesucht, nach diesen Mandalas. Da gibt es einen hervorragenden YouTube-Film, den ich Ihnen nur empfehlen kann, geht 30 Minuten, eines russischen Forschers, der hier mit Drohnen unterwegs ist. Wenn Sie diese Figur rechts auch nur annähernd anschauen, entdecken Sie schon, wie hochkomplex hier Dinge angelegt worden sind. Und es sind in diesem Tal, deren Lokalität ich leider nicht kenne, ich habe ihn nicht erreicht, enthält 19 solcher Figuren oder anderer Figuren, verschiedener Figuren, die nur in diesem Tal liegen. Mir scheint es, als wären hier Figuren ausprobiert worden, wo dann später sozusagen ins Palpa-Nazca-Gebiet die beste Variante übernommen worden ist. Also so eine Art Testzentrum für verschiedene Dinge. Ja, und da liegt auch sowas, was hier so aussieht wie ein Berg, ein Weg, der in den Berg reinführt, ist in Wahrheit ein exakter Kreis. Das ist ein dreifacher Kreis mit 120 Meter Durchmesser, also richtig was dran, ja, der auf der rechten Seite hier über diesen Bergrücken führt, als ob nichts passiert wäre, als ob das ein Kinderspiel wäre. Das ist in der Praxis von zu Fuß nicht machbar. Du bräuchtest durch den Höhenunterschied zwei Pfosten, die wiederum etwa 50 Meter hoch wären, mit einem Seil dran, was 60 Meter lang wäre, und müsstest dann quasi wie ein Zirkel drumherum gehen. Ein normales Seil kann ich nicht im Kreis laufen, weil am Gefälle wird es kürzer und ja, also es wäre ein verzerrter Kreis. Und der Sprecher in dem Film sagt, je höher die Drohne steigt, desto genauer wird der Kreis. Leider war das die höchste Flughöhe, auch noch ein bisschen perspektivisch. Und er hat behauptet, wäre ich noch höher, wäre es ein perfekter Kreis. Und das ist doch ein hervorragender Beweis, dass das Ganze von oben angelegt werden musste oder in irgendeiner Weise unterstützt werden musste aus der Sicht von oben. Ja, sonstige Figuren, wie dieses schöne Männchen, hat leider mit der Präzision in Nazca, die wir jetzt gesehen haben, überhaupt nichts zu tun. Es ist von grober Machart, ich vergleiche es mit Kinderzeichnungen. Es ist immer auch zu finden am Rand des Forschungsgebietes. Ich frage mich, war das mal eine Sperrzone, wo zwar aus der Ferne beobachtet wurde, da rennen irgendwelche Menschen oder was auch immer herum. Und Forscher, nenne ich es jetzt einfach mal, und legen da was an. Und denen wurde dann gegrüßt vom Berghang aus. Ja? Vielleicht sind sie auch auf und nieder gestiegen. Dafür okay, aber für unsere Forschung sonst weiter nicht interessant. Das ist für mich ein typischer Cargo-Kult. Bei Nazca, möchte ich mich festlegen, haben wir es mit Originalen zu tun. Auf jeden Fall adressiert an die Macher. Daher kann man die abschließende Frage stellen, ist Nazca ein antikes Satellitenkalibrierzentrum? Und hier nochmal alle Fakten kurz untereinander.
Ich kann die Richtung kalibrieren durch Verbindung zwischen diesen Flächen, durch die Nazca-Linien, durch Pfeile, durch Mandalas. Ich kann Helligkeits- und Farbkalibrierung nehmen, wenn ich weiße und dunkle Flächen habe. Beides haben wir in Nazca. Wir haben auch teilweise abwechselnde Hell- und Dunkelflächen. Ich gehe davon aus, dass immer nur ein Teil von Nazca hell war, also weiß, und es immer wieder aufgegeben wurde, ein neues Forschungsgebiet, vielleicht durch einen neuen Satelliten, daneben oder sogar drüber angelegt worden ist. Das erklärt die vielen Korrekturen. Das Alte wurde verwischt und das Neue wurde wieder weiß gemacht und damit habe ich das überschrieben und das erklärt auch, wieso diese Sachen übereinander liegen. Es wurde also aus meiner Sicht ja, über mindestens Jahrzehnte, Jahrhunderte benutzt. Wir haben enger werdende Pisten für die Korrektur des Aufnahmewinkels. Verbindung zwischen den Flächen können wir ebenfalls dafür nehmen. Maßstabe können wir hervorragend mit den noch unerwähnten langen Linien messen oder auch eben Verbindung von mehreren Bildern nebeneinander. Wir können die Auflösung mit Tierfiguren, Zickzacklinien und so weiter, Spiralen und Muster. Und wir haben die freie Sicht in der Wüste, wo ich mich schon von Anfang an gefragt habe, wieso legt man sowas Komplexes an, wo ich gar nicht richtig wohnen kann, wo ich mich kaum ernähren kann, kein Wasser habe. Das ist der Grund dafür. Ich brauche die Sicht. Das ist das wichtigste Kriterium. Und damit erklärt sich jetzt schon fast von selbst, was sich Erich von Däniken hier damals fotografiert hat und was er sich nicht erklären konnte, was es denn sein könnte. Wer eine Autofokuskamera hat, der würde zum Scharfstellen sicherlich ganz gerne so ein Muster irgendwo auf dem Bild habe, weil er weiß, dann funktioniert sofort. Ja. Und das Ding ist so angelegt, das Raster, dass man es aus jedem Blickwinkel, aus jedem optimal abbilden kann. Egal, ob ich jetzt von oben, von hinten, von schräg, von oben, es ist immer sichtbar und ich kann es eben hervorragend benutzen, um sozusagen diese Landschaft zu finden, um sie scharf zu stellen. Das erinnert ja fast heutzutage, wie wenn man einen QR-Code, auf dem man das Handy draufhält. Ne? Ja, und wenn man es nochmal ein bisschen vergleichen will, wieder mit diesem tollen Kalibrierziel, was hier irgendwo streng geheim rumliegt, haben wir schon viele geniale Sachen. Das ist jetzt mal beides nicht aus Nazca, aber ein kleines Gedankenspiel zum Schluss, wie könnte denn das ausgesehen haben? Gerade als ich das obere Bild von meinem Cover ausgewählt habe, das kommt aber aus Mesopotamien und nicht aus Nazca, weil aus Nazca sind mir keine fliegenden Satelliten bekannt. Ja. Und unten war ich neulich erst im Deutschen Museum, habe da einfach ein bisschen um mich rum fotografiert und daheim die Bilder ausgewertet und dann sind mir da so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Sie können das gerne nachher noch an meinem Büchertisch noch näher betrachten, dieses Foto habe ich dabei. Ja, alle weiteren Fragen und noch viele Indizien, was in Erichs von Dänikens Büchern da noch zu finden war, in Maria Reiches Biografie, die sich da ihr ganzes Leben aufgehalten hat, habe ich alles in ein Büchlein zusammengefasst, was es nachher bei mir natürlich auch ganz druckfrisch zu kaufen gibt. Ist erst diese Woche rausgekommen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend. Schönen Tag.